So, hallo, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil. Mein Lager habe ich schon ein bisschen aufgeschlagen. Wieder hier oben. Feuer wird gleich gemacht und heute gibt es Kartoffeleintopf. Ich habe schon ein bisschen angefangen, bin jetzt hier gerade wieder am Arbeiten mit den Seilzügen, dass ich den aufstelle. Das schaut jetzt ein bisschen schlimm aus, aber es sind halt noch nirgendwo Verstrickungen drin. Jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Ich habe hier an den Baum einfach eine Latte, beziehungsweise ein Holz, Konstruktionsholz dran genagelt. Und hier oben, ich weiß nicht, ob man sieht, ich zoome mal hin, so weit wie es da geht, Nagel reingeschlagen. Und auf dem läuft jetzt praktisch das Seil. Und dann arbeite ich hier also wieder mit meinem Flaschenzug. In meinem großen, kräftigen Stahlseilzug. Und jetzt wird das Ding Stück für Stück hochgezogen. So, die unteren Streben sind jetzt erstmal fertig. Hier haben wir wieder ein Kreuz rein. Hier mit zwei Nägeln und natürlich eine Leiter und am Baum gesichert. Und dann hier oben noch so Querverbinder, dass das Ganze auch richtig hält. Also hier unten ist es schon mal recht stabil. Jetzt müssen wir die ganze Geschichte noch nach oben hin ausrichten, gerade das noch ein bisschen schief. Und dann passt es. Jetzt werden noch die unteren Pfosten abgesägt, die hier vorne rausschauen. So, jetzt habe ich noch ein paar Baumstämmchen geholt, um das Ganze noch ein bisschen zu verfestigen. Schauen wir uns. Wie gesagt, die Trittbretter, die Nagel hier ist später drauf, so nach und nach sieht man jetzt, weil sonst das Ding einfach zu schwer wird vom Aufstellen her. Ich bin allein und da muss man ein bisschen schauen, dass nichts passiert. Warum habe ich das hier angelegt? Wir haben einmal hier eine Straße, das heißt im Winter komme ich relativ gut hin zum Kehren. Und hier oben ist ein Wildwechsel, das sieht man da zwischen den Bäumen, der geht hier entlang. Und an dem Baum, zoomen wir jetzt mal hin, da rechts hoch geht auch nochmal ein Weg. So, jetzt gibt es aber erstmal Mittagessen. So, Feuer brennt. Und was gibt es heute? Kartoffeleintopf vom Aldi für 1,78 Euro. So, Essen kocht. Socken trocknen, Schuhe lüften aus. Ziehschild dann auch zum Austrocknen. Und jetzt einfach mal eine halbe Stunde den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ein bisschen ausruhen. So, langsam wird's. Hier sieht man nochmal, von links kommt da die hier, die Strebe. Die hält praktisch, weil der Hang nach rechts runter geht, nochmal zusätzlich den Hofsitz. Und viele sagen, warum macht der dauernd überall Verstrebungen rein? Das Ding muss halten einige Jahre und sollten auch mal irgendwie ein paar Jungs oder ein paar dumme Urlauber da hochklettern, dann soll das Ding nicht zusammenkrachen, weil dann ist der Teufel los. Wenn die Urlauber so runterfallen, sind sie selber schuld. Und hier haben wir noch die Waldläufer Deluxe verstellbaren Rücken.
habe ich jetzt sozusagen erfunden. Und zwar ist der hier hinten eingekerbt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und dann wird der praktisch entweder in den ersten großen Spalt eingesteckt oder in den hinteren großen Spalt. Und dann hat man also einen verstellbaren Rücken und kann entweder sitzen oder kniend da sitzen auf der Kanzel. Hier seht ihr, wie ich einen Fichtenstamm teile, damit ich praktisch mein Bauholz zusammenkriege. So, und jetzt noch mal einmal die Sicht von oben. Hier unten das Lager. Da hoch praktisch geht auch noch mal eine Rückegasse. Dann geht hier oben praktisch, wie man es jetzt hier sieht, hier entlang. Das ist dann ein großer Wildwechsel. Und hier hoch ist ein kleinerer Wildwechsel. Das Ganze geht hier runter auf die Straße. Und dann nach der Kurve ist ein Wechsel nach unten und hier vorne hinter dem Strauch ist auch noch ein Wildwechsel. Der geht dann praktisch von der Straße hier runter. Ja, deshalb habe ich das Ding hier angelegt. Jetzt schauen wir mal, ob man was sieht. Ich glaube es fast nicht. Sieht man jetzt ganz schlecht, aber da ist eine sogenannte Stocksulze. Wie ich die mache, habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Jetzt gehen wir mal hier hin. Dieser Buchen, dieser Bäumchen, sage ich jetzt mal, dieser Buchenbaum ist praktisch hier bis fast über Brusthöhe mit Buchenholzteer. So. Da haben sie aber schon irgendwie ein paar Viecher dran gerieben, auch ein paar Wildschweine. Da ist das ein super Platz. Und hier richtig schön. Bis zu der Sulze sind es ungefähr 80 Meter. 160. Hier, naja, nicht ganz. Nur die Kreuzung, das sind vielleicht 120 Meter. Genau. So. Bin ich fertig. Jetzt muss nur noch so ein Dach drauf, so ein Beton oder ja, eine Plastikabdeckung. Da oben ist der Sitz. Auch ein zumachbar mit dem Stock da in der Mitte, den kann man rauf und runter tun. Die verstellbare Rückenlehne, entweder ganz nach hinten oder weiter nach vorne, dass man sitzt. So liegt man. Hier natürlich nochmal zwischen den Leitersprossen nochmal ein Pfosten. Ja, fertig ist er. Jetzt seht ihr nochmal, wie hoch der ist. Und ich bin also nicht ganz 1,90. So, jetzt habe ich also diesen Teil auch abgezirkelt. Bin ganz stolz. Auf 2 Tage allein ist das ein super Teil geworden. Stabil, wackelt nichts. Das Ding hält 100%ig.
hoffe, dass ich da dann im Herbst oder jetzt vielleicht auch, wobei ich aber jetzt wahrscheinlich mindestens 14 Tage warten muss, bis hier wieder Ruhe einkehrt, dass ich dann hoffentlich da auf dem Ding Erfolg habe. Macht's es gut und Waldmannsheil, euer Waldläufer.